Hallihallo, herzlich willkommen zur erfolgreichsten Sendung des VfL Wolfsburg, zu Kullis Karlauer. Zu meiner Linken unser junges Talent Annalena Stolze mit der Rückennummer 2. Zu meiner Linken Joel Wedemeyer, junges Talent mit etwas mehr Erfahrung. Ihr wisst, worum es geht. Flachwitz-Challenge. Das heißt, der Mund wird vollgenommen. Und zwar mit Wasser der Marke, dürfen wir nicht sagen. Ich reiche dir das Wasser, ja? Hm. Ja, wir steigen hier gleich ein. Richtig voll, ja? Ja, ja. Richtig voll. Nicht trinken. Die nachfolgenden Sendungen verzögern. Soll ich weggehen? Dann heißt die Sendung nur Karlauer. Ich hab die halbe Flasche. Wir haben noch mehr. Also daran soll es nicht liegen. Ey, ich hätte das nie im Leben gedacht. Ich hab das hier unterschätzt. So, Ruhe jetzt. Können wir anfangen? Ja. Ich zieh das hier knallhart durch. Ich lache nicht die ganze Zeit, also... Mami, mein Topf ist zu eng. Das war nicht der Beste. Kann jemand Sonnenmilch holen? Das dauert länger. Ich hab mich auch verschluckt. Doc. Ja, der Doc ist auch hier wegen Gefährlichkeit. Du hast schon wieder getrunken. Fuß. Scheiße. Ja. Nee, geht nicht. Ich mach grad Kullis Karlauer. Ja. Warte, gebe ich dir. Das ist für dich. Kann ich es nicht mehr lesen. Könnt ihr Almut und Jana holen? Das wird nichts. Oh mein Gott. So, jetzt mal. Wir müssen anfangen. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Es sind Flachwitze. Gleich müssen wir wieder Pause machen, weil du so viel pinkeln musst, weil du alles trinkst. Also, das ist so lustig. Wisst ihr, ich bekomme endlich den Knopf meiner super engen Jeans zu. Aber ich habe sie gar nicht an. Was sitzt auf dem Baum und schreit Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Habt ihr die vorher gegoogelt? Wo machen Kühe Urlaub? In Kuba. Sagt der Pessimist, schlimmer geht's nicht. Doch.
Schreibt ihr bitte in die Kommentare zu dem Video, wie wir das am besten dem Trainer erklären. Darf ich dir noch zu Ende erzählen? Ja. Also außer Konkurrenz? Sagt der Pessimist, schlimmer geht's nicht. Sagt der Optimist, doch. Das war gar nicht so witzig, ne? Nee, er war auch nicht witzig. Nee, dann können wir jetzt ja weitermachen. Du sahst aber so lustig aus. Wie nennt man einen studierten Landwirt, Entschuldigung. Akademiker. Das ist erstmal zur Beruhigung. Warum stellt eine Blondine eine leere Flasche auf den Tisch? Falls mal jemand keinen Durst hat. Das ist gut. Er kommt später, aber dann findet sie ihn gut. Aber viel mehr, um aufzulachen. Die ist gar nicht da. Ja, aber der war nicht schlecht. Also. Gut, dann können wir weitermachen. Ja. Ne? Du brauchst die auch nicht immer wieder zuschrauben. Ja, meine Flasche ist schon leer. Ja, wir haben genug. Diese Firma bringt ja hier genug. Hallo, wie ist denn da immer sitzt? Ja. Schon wieder getrunken. Ja, wenn sie. Die Schuld wird hier nicht bei anderen gesucht. Okay, komm mal. Jetzt noch einer für dich. Wegen blond. Abfahrt des ICE nach München ist um 8.48 Uhr. Für Blondinen mit Digitaluhr, Brezel, Stuhl, Brezel. Jetzt überlegt's. Gut. Was ist das einzige Fremdwort, das eine Blondine kennt? Fiktiv. Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Haben wir's bald. Was denn? Tut mir leid. Ja, komm. Ich halte mich zusammen. Bist du drin? Pass auf, dann bist du jetzt immer, wir beschäftigen dich jetzt mal kurz. Folgst bitte den Anweisungen. Soll ich schon was rein? Du machst das, was auf dem Zettel steht. Gut. Steht natürlich auf beiden Seiten bitte wenden. Drauf so ein kleiner Scherz am Rande, aber für den hier mal. Felix, du störst. Was bekommen besonders ruhige Hunde? Den Nobelpreis. Warum können Skelette schlecht lügen? Sie sind leicht zu durchschauen. Wie nennt man einen Fotografen, der erkältet ist? Paparazzi. Ah. Den kannte ich noch nicht. Ja, deswegen kennt keinen der Witze. Ja, den muss ich mir mal merken. Der Polizist fragt, haben Sie was getrunken? Der betrunkene Fahrer, nur Tee. Oh, dann haben Sie bestimmt 1,9 Kamille. Was steht auf dem Grabstein eines Spanners? Jetzt ist er weg vom Fenster. Was ist braun? Fliegt und macht Kindern die Zähne kaputt.
die Toffifee. Das ist hier wieder diese Wespe. Sagt die Frau zum Mann, haben wir heute Abend noch Sex? Nein, nein, mein Arzt hat gesagt, nichts Fettes mehr am Abend. Der ist gut. Ja. Das ist der letzte Witz jetzt. Das schaffen wir jetzt noch, oder? Mhm. Sitzen zwei Leberwürste auf dem Baum. Schubst die eine die andere runter. Wer war's? Die Grobe. Ja, Entschuldigung, es ist alle jetzt. Jetzt kannst du es trinken, oder? Nein. War okay? Mhm. Ich habe jetzt genug getrunken. Das glaube ich. Duschen braucht ihr auch nicht mehr? Nein. Boah, der letzte war echt schlecht. Ja. Naja. Wir müssen da einfach durch und damit leben, dass es nun zu Ende ist. Das war die letzte Folge von Kulis Karlauern hier aus dem Trainingslager. Es kommt bestimmt noch mehr. Was macht man mit solchen Videos? Liken, den Kanal abonnieren, gerne eure Meinung dazu sagen. Schlechte Kommentare löschen wir sowieso. Bis dahin. Tschüss.